Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, aus dem Café Die Eins, ein Tisch weiter nach Hans-Josef Fell. Heute das Thema, was ist eigentlich Omnisophie? Und mein Gast, Professor Gunther Dück. Herr Dück, ich habe gleich mal ein Problem, das ich mit Ihnen besprechen wollte. Ich habe ja so eine sanfte Stimme schon immer gehabt, wenn ich irgendwie im Amt anrufe und so sagen die immer Frau Aslan zu mir. Ich habe mal Ihren Vortrag gesehen. Haben Sie da auch Probleme? Ja, das wird oft gefragt. Sind Sie das selber? Oder dann sage ich, ich bin nicht meine Sekretärin. Sie haben sich ja beschwert, was bei, unter YouTube immer irgendwas steht. Wie ist das so? Ja, ich habe die nerdige Stimme und so weiter. Das kann aber daran liegen, dass also es gibt Gerüchte, dass so sehr introvertierte Menschen so reden oder ja, so, die einen hohen Autismusquotienten haben im Asperger-Sinne. Ja, introvertierte Menschen, Asperger, Sie kommen jetzt gleich ins Thema rein. Omnisophie, also Sie haben gesagt, all die Philosophien, vergesst alles. Ich habe jetzt die Omnisophie entwickelt. Was ist das? Ich habe mal so Psychotests gemacht wegen Stimme und so weiter, dass ich ein besonders seltsamer Mensch bin. Das wird mir immer gesagt, ja, Mathematiker sowieso. Und dann habe ich durch Psychotests, die sind auf meiner Homepage, kann jeder mal machen, feststellen müssen, dass ich zu so einer einprozentigen Randgruppe gehöre, der also so ganz schüchterner, introvertierter Menschen, die irgendwie nicht verstanden wird, weil sie zu abstrakt denkt und irgendwas alles sehr grundsätzlich sieht. Und das hat mir schwer einen Eindruck gemacht. Da stand drin, dass ich dann vielleicht als intellektuell wahrgenommen werde, aber nicht richtig verstanden und auch nicht ernst genommen werde. Und dann das hat so irgendwie mir den schwersten Eindruck meines Lebens gemacht. Und dann habe ich irgendwie nachgedacht, was andere Menschen wohl von mir unterscheidet und was normale Menschen sind und so weiter. Und da habe ich so irgendwie das Gefühl bekommen, dass es verschiedene Normvarianten von Menschen gibt. Und darüber habe ich dann ein paar Bücher geschrieben. Also, dass es mehr Leute gibt, die so regelorientiert sind, die sagen immer, man muss das so machen. Ich gehöre zu den ganz wenigen Menschen, die sagen, im Prinzip ist es so. Und dann gibt es Leute, die machen, was ihnen gerade Bock macht, ja? Also, ja, und da gibt es verschiedene Gruppen, die kämpfen miteinander. Ich bin einer von den ganz seltenen und habe das eigentlich zur Selbstfindung mal alles angefangen. Also da gibt es einen tiefergehenden Vortrag, ja? Den werden wir auch verlinken, weil Sie sagen, ernst nehmen. Sie rennen durchs Land, halten Vorträge und sagen, Wissen haben wir ja auf YouTube und bei Google. Die Lehrer und die Professoren, die brauchen wir jetzt alle nicht mehr. Wie ernst nehmen die Sie? Ja, ich habe eigentlich gemeint, wenn man könnte sowas wie Einstein, Watzlawick oder irgendwelche berühmten Leute aus dem Leben ziehen, für ein Jahr verhaften und alle Grundvorlesungen ihres Fachs auf Band sprechen. Und dann sind die Vorlesungen von Sigmund Freud selber oder so, ja, von Einstein, sind dann besser als das, was ein normaler, durchschnittlicher Professor so fabriziert. Und das könnte man mit Lehreinheiten auch machen und so weiter. Aber Sie sind ja Professor, kennen Sie dann, die Reaktionen sind immer, pfui, du willst sozusagen das Wissen entwerten, das tue ich nicht. Und ich will auch nicht die Lehrer entwerten, ich will einfach nur sagen, dass wenn man die wertvollen Teile des Wissens einfach anders rüberbringt als Hausaufgabe, dann hätte man in der Schule mehr Zeit, sich über die wirklichen Dinge zu unterhalten. Also, dass man mal wieder diskutiert und nicht immer deklamiert oder was im Kopf haut. Zwei Punkte dazu. Erstens, also Sie sind Professor, ich weiß nicht, ob Sie die anderen kennen. Wenn ich so reinkomme, hat so ein Professor das Gefühl, die wollen alle ihm zuhören. Und ich sehe auch so ein gewisses Selbstbewusstsein, so spürt den Ode meine Genies und badet in meiner Aura. Könnte ein Professor damit leben, dass die wesentlichen Inhalte, sagen wir mal, in einem 5-Minuten YouTube-Clip abgehandelt wird? Die meisten noch nicht. Also ich meine, im Grunde müsste man die ganze Wissenschaft Fachdidaktik umkrempeln. Also wie bringe ich irgendeinem Menschen im Prinzip was bei? Ja, das hat sich jetzt irgendwie seit Humboldt-Zeiten nicht so wirklich geändert. Man hat immer noch diese Vorlesungen. Jetzt haben wir diese ganzen neuen technischen Mittel. Jetzt kann ich doch neu nachdenken, was wäre die beste Didaktik für einen heute jungen Studenten. Und das ist sehr unwahrscheinlich, dass die beste Lösung immer noch sagt, ohne die neue Technologie. Also praktisch, es muss doch jetzt irgendwie eine neue, beste Methode gefunden werden. Wir können doch nicht so tun, als wenn das nicht da wäre. Sie sagen, die Kreidezeit ist zu Ende. Ja. Sie sagen, man sollte wichtige Sachen in der Schule durchnehmen, im Studium durchnehmen. Was ist denn wichtig? Also was muss ich als Schüler oder was kann ich als Student, was erwartet mich in Zukunft und was sollte ich jetzt eigentlich in der Schule lernen?
Was kann Schule als Dienstleister jetzt am besten für mich anbieten? Ja, zunächst mal, also erstmal muss man sagen, welches Fach in welcher Dimension man kennenlernt. Dann ist auch die Frage, welche Fächer. Also es gibt ganz wichtige Lebensbereiche, vielleicht wie Wirtschaft, Medizin, Jura, Gesellschaft und so weiter, Internet, die in der Schule gar nicht vorkommen. Dann gibt es natürlich mal so Latein, sollte man vielleicht nicht mehr haben. Man kann das neu überdenken. Ja? Also warum nicht Medizin, warum nicht Jura? Ja? Das müsste man einmal neu überdenken. Dann müsste man wieder vielleicht zu einem besseren alten Bildungsbegriff zurückkehren. Also laut Brockhaus ist Bildung, dass man das Wertvolle und Wichtige einer Kultur verstehen lernt und in eine persönliche Form bringt und dann auch irgendwie ausübt, also macht. Also da steht, gebildet ist nicht, wer alle Praktiken kennt, sondern wer irgendwie auch in seiner Persönlichkeit so ist. Und da sind wir jetzt irgendwie davon abgekommen, es wird einfach nur Abiturwissen reingetrichtert und die Leute, die jetzt den alten Bildungsbegriff verteidigen, die haben wahrscheinlich noch nicht im Brockhaus nachgeguckt, was der eigentlich ist. Und der wäre so. Also in eine persönliche Form bringen würde auch bedeuten, dass ich mal übe, ein Gedicht zu schreiben oder irgendwas zu komponieren und nicht immer nur zu wissen, wann welcher Komponist wann gelebt hat oder so. In Ihrem Zukunftsbild spalten Sie das Land, nämlich in Professionals und Unprofessionals. Ja, ich sage jetzt einfach Unprofessionals. Was meinen Sie damit? Ich beobachte mit großer Sorge, wenn man so will, oder so, ja, ich bin echt traurig, so, dass die Industrialisierung, die fortschreitende Industrialisierung der Dienstleistung dazu führt, dass ganze Berufe entleert werden. Also bei Banken und Versicherungen zum Beispiel wird alles Komplizierte, was vor Ort gemacht werden ist, in sogenannte Exzellenz oder in Zentren verlagert. Und dann muss man für das alles, was schwierig ist, in die nächste Stadt fahren. Mhm. Und vor Ort ist eigentlich nur noch so Überweisungsformular ausfüllen da. Und dann sind die Leute fast echt unterfordert und werden demnächst dann auch irgendwie gegen Ungelernte ersetzt, weil man das eigentlich nicht mehr braucht. In der Kirche sehe ich die bedrohliche Tendenz durch die Seelsorgeeinheiten, dass die Pfarrer quasi so auf 20 Kilometer Reichweite weggefahren wird. Die machen dann nur noch das Heilige im engsten Sinne und in der Gemeinde vor Ort ist dann einfach nur noch so Kirche putzen oder ab und zu mal aufmachen für 4 Wochen, die Heizung anschalten, wenn dann ab und zu mal Gottesdienst da ist und so weiter. Und dann sieht man, dass sozusagen vor Ort oder so, wo die Menschen sind, eigentlich nur noch so die niedrigen Tätigkeiten der Dienstleistungen gemacht werden und alles Schwierige wird in sowas wie Zentren zurückgezogen, was nur von wenigen Leuten gemacht wird. Mhm. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Ich nenne immer 3 Begriffe und bitte um 3 kurze Assoziationen. Ja? Paris Hilton. Die habe ich mal prominent beschrieben, als Künstlerin attraktiv zu wirken, was in Deutschland verboten ist oder quasi als Stigma gilt. Apropos. Die beneiden wir, aber sozusagen, das ist böse. Und ist wir böse. Sollten vielleicht ein bisschen was lernen von ihm. Wir können von Paris Hilton lernen, der 2. Begriff, Angela Merkel. Was mir einfällt, also ich finde, sie regiert solide und alles so weiter. Nur so diese Standardkritik, emotionslos und so weiter zu sein, die habe ich ja auch gehabt. Das ist, habe ich gerade erklärt, deswegen bin ich ja jetzt Philosoph geworden. Da könnte sie auch dran arbeiten. Das heißt, sie könnten auch Kanzler? Nein, ich nicht. Aber Sie. Weil ich. Nein, weil für so einen Job muss man richtig durchschlagenden Willen haben und auch bereit sein, richtig viel Wunden zu bekommen, was sie ja auch bekommt, und Schlachten zu schlagen und auch mit Leuten, die einem überhaupt nicht passen oder auch die dummes Zeug erzählen, immer so ganz ruhig zusammenzuarbeiten und so 80 Stunden die Woche könnte ich das nicht aushalten. Ich bewundere das. 3. Begriff. Gunter Dück. Ja, ich versuche laut meiner Philosophie sowas wie eine Quelle zu sein. Und ich habe mich auch pensionieren lassen mit 60 und habe dann noch ja, irgendwie 40 Jahre, bis ich dann irgendwie von meiner Tochter aufs Podest geführt werde für die letzten Reden. Und versuche irgendwie der Welt so weit zu helfen. Super, danke schön fürs Gespräch, Herr Dück. Ich kenne ja diese Konferenzen, ab und zu darf ich auch einen Kongress mitgestalten. Die meisten Referenten mögen es gar nicht, wenn da aufgenommen wird und das nochmal ins Internet gestellt wird. Viele Vorträge von Ihnen kann man im Netz finden und Sie sind ja auch sehr beliebt im Netz.
Was wollen Sie damit erreichen? Also wieso, sagen Sie, wieso darf man das filmen? Ja gut, ich bin dann so wie ein Pirat, also vollkommen public. Ich habe erst, mir war es erst ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt die Reden halte auf Kongressen, dann haben die Leute das ja vielleicht schon im Video gesehen. Also das ist doof, ja. Auf der anderen Seite sind jetzt meine Reden haben so eine Art Kunststatus oder so, dass man eben Goethe Faust auch nochmal guckt. Und da gibt es also Fans, die sagen, sie haben mich schon 5-mal gesehen, das war schön, oder sie reisen mir nach. Und viele sagen auch, dass ich in echt irgendwie doch noch 2 Klassen besser wirke, als wenn sie das auf Video sehen. Das ist aber klar, weil ein Video irgendwie auf eine bestimmte Zielgruppe ist. Wenn ich am Kirchentag rede, rede ich zu den Leuten, die dann da gekommen sind. Und im Internet sieht man das wahrscheinlich ein bisschen fremd an, weil man eigentlich nicht zu dem angesprochenen Publikum gehört. Aber im Prinzip habe ich nichts dagegen, wenn alles public ist. Jeder kann meine Folien haben. Alles, was ich weiß, ist verschenkt. Super, danke schön. Es gibt ja auch Leute, die gucken zum 20. Mal Dinner for One. Also wenn es Kultstatus hat, dann geht das. Ja, gut. Dankeschön, Herr Düpp. Vielleicht bald wieder. Und ansonsten grüße ich all meine Abonnenten. Und die Frage beim nächsten Mal ist der Untergang des Morgenlandes und mein Gast Dietmar Heeck, der Pfarrer von RTL. Bis zum nächsten Mal.